Hi, ich bin Denise und ich möchte dir heute zeigen, wie du mit dem Cricut Explore R2 Vinyl verarbeitest. Und zwar ist Vinyl eigentlich das Material, was ich am allerhäufigsten verwende, weil du so gut wie alles damit bekleben oder verschönern kannst. Du kannst Schriftzüge erstellen, du kannst aber genauso gut Schablonen erstellen. Und ich will dir heute zeigen, wie du deine ganz individuelle Tasse einfach selbst erstellen kannst. Für das Projekt nutze ich hier einen Cricut Explore R2, eine Tasse, ein Lineal oder ein Maßband, ein Finepoint Blade, eine Schere, einen Haken zum Entgittern, ein Rakel, permanent klebendes Vinyl, das passende Transfertape dafür und die Standard-Clip-Schneidematte. Für unsere Tasse suchen wir uns als erstes das Bildmotiv raus. Dazu gehen wir auf Bilder, geben oben den Suchbegriff ein. Wichtig ist hier, dass wir die Raute nicht vergessen und dann ist das die M3, E1, E2. Und da finden wir auch schon unseren Vogel, den klicken wir einmal an und gehen auf Bilder einfügen. Von dem Vögelchen brauchen wir jetzt nur die oberste Ebene, sprich die rote, und die anderen beiden können wir einfach ausblenden. Als nächstes messe ich mir ab, wie hoch oder wie breit mein Motiv sein kann auf der Tasse. Bei mir sind es jetzt 5,5 cm in der Höhe, das gebe ich einmal ein. Und dann wird das Motiv auch schon proportional verkleinert. Danach können wir auf Herstellen klicken. Jetzt zeigt uns das Design Space das Motiv schon auf der Schneidematte an. Wir klicken einmal auf Weiter und dann können wir auch schon unser Material auswählen. Wir haben hier ein Premium-Vinyl, das klicken wir einmal an und dann sehen wir auch schon, dass wir die Feinschnittklinge einsetzen sollen. Als erstes kleben wir unser Vinyl auf die Schneidematte und streichen alles fest. Drücken das Cricut C zum Starten des Schneidvorgangs. Wenn wir das Ganze fertig geschnitten haben, können wir die Matte entladen, ziehen dann vorsichtig die Schneidematte von unserem Material runter. Danach schneide ich mit der Schere mein Motiv einmal grob aus, nehme danach das Transfertape und schneide auch hier ein passendes Stück mit der Schere aus. Und danach können wir mit Hilfe des Entgitterungshaken unser Motiv erst einmal entgittern. Wir nehmen jetzt alles an überschüssiger Folie einmal runter. Und danach können wir die Transferfolie einmal drüber kleben und rakeln diese nochmal gut fest. Am besten auch von beiden Seiten. Und dann nehme ich hier die Schere. Da kann ich nämlich die Tasse reinlegen. Das ist ein kleiner Trick. Wir positionieren das Motiv und drücken es erstmal in der Mitte fest und streichen dann von innen nach außen die Folie fest. Danach rakele ich noch einmal kurz drüber und dann können wir die Transferfolie auch schon wieder abziehen. Und fertig ist unsere Tasse mit dem eigenen Motiv.